Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Grim Dawn. Wir sind dabei, immer noch den Crowley endlich mal zu besiegen. Da stelle ich mich irgendwie ein bisschen blöder an. Ich versuche den mal hier rauszulocken. Wir haben in der letzten Folge hier auf jeden Fall ein Riftgate gesetzt. Und ich bin jetzt hier bei Level 29, zur Hälfte ungefähr. Bis zum nächsten. Mal schauen, ob das jetzt schon in diesem Anlauf klappt. Ansonsten werdet ihr noch euch wundern oder nicht wundern, dass ich plötzlich im anderen Level stehe, beziehungsweise ein anderes Level habe und ihn dann besiege. That's locked. Ah, okay, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, na gut, dann zumindest hat er sich nicht wieder regeneriert. Das heißt, ich kann ihn nach 4, 5, 6, 7 Anläufen, kann ich ihn endlich besiegen. Dann machen wir das halt so. Das wusste ich nicht, dass der Bossgegner sich nicht selber regenerieren kann. Oder wenn er nicht besiegt worden ist. Das hat natürlich den Vorteil, gut, ich werde jetzt nur ein, zwei Mal sterben. Aber ihn letztendlich besiegen. Jetzt ist er nämlich schon zur Hälfte runter. Ich bin gleich tot. Nämlich jetzt. Da stehen wir wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt direkt zum persönlichen Riftgate springen kann. Ja, kann ich. Das heißt, wir können uns den Weg sparen. Und beim nächsten Mal. Das heißt, ich werde mich jetzt hier eiskalt durchsterben. Zurückgewonnene Erfahrung, das ist gut. Das war nämlich mein Sterbepunkt, an dem ich jetzt wieder gestorben bin. Bei 30% ist er noch. Ist jetzt nicht die beste Lösung, aber naja. Wenn ich schon so schlecht spiele, dann mache ich es jetzt einfach auf diese Art und Weise. Ja, ja. Ja, ich mag das. Schön, dass ich auch da durchwerfen kann. Problem ist natürlich, dass er jetzt so viele gespawnt hat. Ja, ja, ich bin Feigling, ich weiß. Dann gehen wir da nochmal rein, mal gucken, wie weit wir kommen. So, unsere Erfahrung wieder zurückgekriegt. Crowley ist bei 30%. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir ihn endlich haben. Wir haben noch 80 Heiltränke, die können wir eh nicht so schnell einwerfen. Ist natürlich clever, ich komme noch nicht mal durch die Tür rein, ich Depp. Was hat er da genau einen Ätherkristall hingemacht, ey, der Idiot? So, Erfahrung haben wir wieder. Leck mich am Arsch, ey. So knapp davor. Der hat so viel gespammt da mittlerweile. Na komm, noch ein Versuch. Vielleicht zwei. So. Sind die hier schon durch die Tür raus natürlich. Dann muss ich die erstmal wegkriegen.
So. Jetzt spammt er die vor der Tür. Ich werde bescheuert. So, schnelle Erfahrung wiederholen. So, das war er. Endlich. Mein Gott, was eine schwere Geburt. Jetzt nur noch hier diese ganze Scheiße überleben. So, eben den Ätherkristall hier wegmachen, damit der mich noch genau deswegen... Alter Falter. So, haben wir uns da halt mal eben klassisch durchgestorben. Ist mir jetzt aber auch mal Wumpe. Da hinten steht auch noch so ein Kristall rum. Zumindest hat sich's gelohnt. Erfahrung haben wir auch nicht großartig verloren. Weil wir die uns immer wiederholen konnten. Bis auf das eine Mal halt vor einigen Folgen, wo ich das erste Mal hier gestorben bin und nicht direkt wieder zurückgegangen bin. So, dann gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Ja, zumindest ist genug Loot. Schrott haben wir da. Was haben wir denn hier alles? 95 Raffinesse bringt mir nichts. Toll, jetzt kriege ich eine Hose mit Ätherwiderstand. Das ist da zum Kotzen. Durchschlagsvergeltung. Müssen wir mal gucken, ob wir die noch gebrauchen können. Das hatten wir alles an der Seite gepackt hier schon. Schusswaffen nutzen wir nicht. Einhänder ist ja toll. Da haben wir so ein Dingens. Können wir zusammenfügen. Was bringt das? Verbessert Handrüstung. Okay, also hier für Handschuh. Eine einfache Klinge. Physischer Schaden, Konstitution. Wundschaden über 5 Sekunden, Wundschaden, Energie plus 5%. Wenn ich dann die auflevele mit widerstandsfähigen Platten, das sollten wir mal im Auge behalten. Hier haben wir ein schönes Schild, bringt mir nichts. So, Arkan durch der Viper, ist ja toll. So, sortieren wir das mal hier so ein bisschen um, damit wir mehr Platz haben. Ein Gürtel. 24 Rüstung. Energieregeneration, Durchschlagswiderstand, Blitzwiderstand. Da lassen wir den anderen mal. Munitionsgürtel Marodeurs. Nett. Gehört zu einem Set. Deswegen nett. So. Crown des Siegelring der Vielfraß ist 5% Wahrscheinlichkeit Blutschaden, Blutungsschaden, Konstitution, Angriffsschaden, Angriffsschaden. Hört sich doch gar nicht schlecht an. Den könnte man ganz gut gegen den ersten austauschen auf der linken Seite. Dann doch eventuell aufleveln. Jo. Packe ich trotzdem an der Seite, weil wir das Zeug da rauspulen müssen. Hier haben wir noch was zum Basteln. Wir mussten ja, wir wollten ja noch die Schulterplatten wollten wir noch verbessern. Das war jetzt für die Handrüstung. Dickes Fell verbessert alle Rüstung, Leben und Verfassung. Okay. Was hatten wir hier drauf? Borstiges Fell, die nehmen wir eventuell runter. So, da haben wir noch so einen Scherbendingsbums. Und das ist Einhand magisch. Schulterschutz des Dachses 25. Ne, das bringt mir nichts. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier ein bisschen besser sortiert kriegen. Ja, geht so. So. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Lucate. Uiuiui.
Immerhin haben wir ihn besiegt. Melody Mountain und Devil's Crossing zurück. Hier haben wir noch jemanden sitzen. Judith. Ich habe Angst. Keine Sorge, ich werde dich von hier befreien. Das heißt, die können wir jetzt mitnehmen, hoffe ich, in Klammern. Und da haben wir noch ein Fragezeichen, ein Rufzeichen. Ich habe dich im Dorf gesehen, du bist Sildas, verschwinden. Bitte lass uns raus. Wo bist du hergekommen? Fragen wir das erstmal. Nachdem du so verlassen hast, kam böse Mercy. Oscar bin ich zu weinen. Wir haben ihn getötet, sind wir dead, haben sie alles dann gezündet. Ich werde den Rift öffnen. So, damit sind die Kids auch gerettet. Das ist schön. Gut, wir können nachher in Devil's Crossing eben die beiden Quests abschließen. Sprich einmal hier mit unserem lieben, guten Mr. Crowley, den wir jetzt endlich mal besiegt haben. Schwere Geburt. So, dann gucken wir mal, was hier unten noch los ist. Damit wir das hier auch komplett abgeschlossen haben. Hier geht's noch weiter. Wie gesagt, ich feiere die Grafik immer noch. So, da ist die Sackgasse. Gibt's hier noch was zu looten? Nein. Das heißt, wir kommen hier zum Ausgang. Nee, Höhleneingang. Das ist ja interessant. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir öffnen hier nochmal unser Riftgate. Und dann geht's zurück nach Devil's Crossing, um die beiden Quests abzuschließen. Unsere Taschen zu leeren. Und genau, hier das borstige Fell rauszuholen. Wenn die Komponente ausgehört, wird der Gegenstand zerstört. Ja, das wollen wir. Das packen wir nämlich jetzt dann auf das drauf. Zack. Und was hatten wir noch? Das ist ein blauer. Massiver Panzer. Nee, das lassen wir mal jetzt noch weg. Aber hier aus dem Ring können wir das Ding rausholen. Was liegt da drauf? Wallendes Blut. Habe ich das nicht sowieso schon bei unserem Muli? Na, okay. Ja, bringe ich hier. Das heißt, wir werden mal eben den ganzen Rotz hier verkaufen. Wo wir uns dazu entschieden haben, das ist alles überflüssig. Den werden wir anlegen. Achso, genau. Widerstandsfähige Platten. Gucken wir beim Muli, ob wir den noch auf Lager haben. Dann gehen wir hier oben links in der Ecke. Da ist er. So, was haben wir denn hier? Versenkte Glut. Verbesserte Waffenschilde Nebenhand. Zusammengeflickte Platten. Das sind einfache. Das ist mir zu wenig. Waffenschilde Nebenhand wollen wir auch nicht haben. Ramponierter Panzer. Hört sich nicht gut an. Ist eh nur für Schilde. Hier haben wir noch die Dinger. Dynamit haben wir auch noch. Zack. Verbessert Waffenschilde Nebenhand. Leichter, aber äußerst scharfer Stachel. Das sind noch relativ Anfangsgeschichten. Stufe 7 nötig. Wir brauchen was für Rüstung. Zusammengeflickte Platten. Da sind widerstandsfähige Platten. 14 Verteidigung, 14 Rüstung, 8 Widerstand. Nee, das bringt mir nichts. Das heißt, wir werden die rausholen für die Rüstung. Und was hatten wir noch? Wallendes Blut. Ah, da haben wir nur dieses einmal. Gut, das heißt, wir werden den Ring auch zerstören, damit wir das Ding rausholen. Halt. Den Gürtel packen wir zu den Gürteln.
Die können wir wegschmeißen, die können wir wegschmeißen. Das sind jetzt nur noch zwei grüne, aber... So, und die Hose. Oder 19 Wundschaden. Äther Durchschlagsvergeltung. Ah. Komm, die verkaufen wir auch. Ist mir jetzt nicht mehr so ganz wichtig. So, dann gehen wir hier noch zu unserem Bastelkönig. Ja. Ziehen jetzt hier die Platten raus. Die packen wir hier drauf. Die verkaufen wir und dann aus dem Ring noch das wallende Blut. Und das packen wir auf den Ring drauf. Und den Rest können wir zu Taler machen, zu Eisenstücke. Wo wir momentan auch nicht mehr ganz so viele von haben. 2,7 nur noch. 7 Round. Ja, ich hatte mich ja zum Anfang der letzten Folge vorher noch gut mit Heiltränken eingedeckt. So, ich hoffe, du hast alles im Griff. Ich habe ein paar Fragen. Achso, das sind noch bla bla bla. Nun, ist alles erledigt. Ja, haben wir, weil wir haben, ne, weiß ja wohl, ne, Darius. Bäm. 1000 Erfahrungspunkte, 2500 Eisen. Vielen Dank. Was ist denn jetzt? Nicht mal unbedingt in Gefahr. Jetzt kannst du dich um die subtileren Gegner kümmern. Hungernot. Trotzdem geht die Nahrung aus und die Auftrag erfolgt. Diese Leute brauchen einen zuverlässigen Nahrungsquelle und sie brauchen einen schnell. Barnabas hat ein paar Ideen bezüglich dessen, was du tun kannst. Sprich sofort mit ihm. Ja, machen wir. Wenn ich ihn dann finde. Barnabas. Achso, das ist der da unten. So, jetzt muss ich noch die Kids finden. Sie nach Oscar Jr. und Judith in Devil's Crossing. Wo finde ich die? Wo finde ich die? Oben? Ja, da sind sie. Alles klar. Oscar Junior. Oscar wahrscheinlich danke. Bla bla bla. Ah, Crowny war sehr schrecklich. Danke, dass du uns hergebracht hast. Gerne geschehen. So, da gibt es nochmal 1500 Punkte. Wie geht es dir? Ja, hör auf das, was Konstanz sagt. Tut mir leid, bla bla. Ich habe gerade gefangen. Material oder sowas braucht hier. Okay, die will also, das ist so eine Sammelquest. Ich werde den Stoff holen. Sammle Stoff. Ich konnte doch. Nein. Alter Schwede, also da muss ich noch ein bisschen was dran tun. Crownies Gang, da bin ich nicht ganz gut angesehen. Sie hat hier geraten, im verlassenen Hafengebiet in Burridge nach Stoff zu suchen. Der zurückgeblieben ist, okay, Burridge ist, gut, da müsste ich das hier oben, das ist eine Quest, ja. Es gab mittlerweile ein paar Updates und da sind auch etliche Quests zugefügt worden. Das heißt, diese Quest wird wahrscheinlich eine von den, sein, die mittlerweile gekommen ist. Das habe ich jetzt nicht ganz so nachverfolgt. Ist natürlich, jetzt nicht so schön, weil wir... Achso. Weil wir natürlich jetzt nicht mehr unbedingt nach Burridge hin wollen, um die Quests abzuliefern. Eventuell mache ich das ganz zum Ende nochmal, dass wir die restlichen Quests machen. Weil dann müsste ich jetzt wieder da oben komplett durchkämpfen und so weiter. Genau wie er hier jetzt, Barnabas. Und er jetzt, Glasklasse Wasser. Und dann sage ich, das ist ein Plan für eine Nahrungsmittelsituation. Nahrungsmittel, bla bla bla. Küstenbrücke nach Tin Falls. Lötig Homestead über den anderen Strecken. Ja, das ist dann also auch. Also überquer die Brücke nahe Twin Falls, um Homestead zu betreten oder reise zu den Smugglers Pass. Da gucken wir mal eben auf der Karte, wo das jetzt genau ist. Das müsste theoretisch dann auch hier oben sein oder sehe ich da was falsch? Ist das jetzt... Ups. Ach nee, das ist ja eine Anschlussgeschichte gewesen. So, da ist Twin Falls.
Überquer die Brücke nahe Twin Falls, um Homestead zu erreichen. Homestead, Homestead, Homestead. Wo ist Homestead? Ich sehe es nicht. Broken Hills. Schmugglerpass. Ah, okay, da kommen wir also noch hin. Entschuldigung. Und da ist Homestead. Alles klar, das ist ja eine Anschlussquest, nachdem wir den Crowley erschlagen haben. Das heißt, da geht es auf jeden Fall weiter. Und die Geschichte mit dem Sammelstoff. Vielleicht finde ich ja woanders noch Stoff zufällig. Werden wir mal schauen. Ich denke, das wird aber eine Quest sein, die wir nachholen werden. Sofern wir nicht hier bei Folge 734 endlich sind, weil der Akt 3, der wird auch noch auf uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge von Grim Dawn, wenn es hier weitergeht. Bis dann. Ciao.